Ich bin Ivan Fomin vom Forschungscampus Stimulate hier in Magdeburg, bin Promotionsstudent hier und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und wir haben das MIRIX-Projekt mitgebracht, was für Micropositioning Robotics for Image Guided Surgery steht. Mein Name ist Robert Ohnbach und ich bin ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungscampus Stimulate in Magdeburg. Ja, und gemeinsam mit Ivan Fomin erforschen wir unser MIRIX-System, ein ferngesteuerter Telemanipulator zur Ausrichtung von Instrumenten. Die größte Herausforderung bei der interventionellen MRT ist es, dass der Patient derzeit nur schwer erreichbar ist. Deshalb führen nur sehr wenige Ärzte, die meistens sehr groß gewachsen sind, diese Intervention überhaupt im MRT durch. Und wir möchten mit unserem MIRIX-System ein möglichst kompaktes System, was metallfrei gestaltet ist, dem Arzt anbieten und an die Hand geben, womit dann möglichst viele Anwendungsbereiche auch am Patienten diagnostiziert und therapiert werden können. Das haben wir entwickelt für den Bereich der minimalinvasiven Eingriffe oder Therapieeinsätzen, um das Ganze effizienter und effektiver zu gestalten. Ein Anwendungsbereich davon ist die interventionelle MRT. Wir versuchen hier das MRT oder die Bildgebungsmodalität dafür zu nutzen, um mit den Instrumenten, die wir in den Patienten sozusagen vorschieben, um verschiedene Proben zu entnehmen, zu visualisieren. Um das einfacher zu gestalten, haben wir hier das robotische System entwickelt, was ja größtenteils aus drei Bereichen steht. Einmal der Antriebseinheit, um das Ganze ferngesteuert sozusagen zu bewegen, über den Bautenzug, damit das Ganze MRT-kompatibel ist. Da kommen wir auch zu dem Kernelement der Positionierung. Das heißt, hier hat man ein kleines Tool, was relativ leicht und kompakt ist und was dann auf den Patienten fixiert werden kann, um dann die einzelnen Bewegungen durchzusetzen. Hier ist es jetzt händisch durchgeführt, indem das Ganze dann positioniert werden kann. Das natürlich dann automatisiert anhand der Planungsdatensätze. Und das kann dann natürlich durch den Interventionisten oder die Interventionistin ferngesteuert aus diesem Kontrollraum gesteuert werden und nicht mehr in dem MRT durchgeführt werden.